So Leute, was geht? Niklas hier von PPF zusammen mit unserem Coach Sam. Sam war für 2,5 Wochen in Afrika, hat dort Flächen- und Buschbekämpfung, also Feuerbekämpfung gemacht. Ziemlich krasse Bilder, wir werden bestimmt noch an ein paar Stellen hier auch ein paar Videos und ein paar Bilder mal einfügen. Und wir wollen heute im Grunde darüber sprechen, generell die Belastung da unten, wie das dann zusammenwirkt auf den Körper, die Hitze und die Dehydrierung und logischerweise auch, wie man sich darauf ideal vorbereiten kann und vor allem auch sollte. Denn das sind halt Bedingungen oder Umgebungen, die auf jeden Fall potenziell ja, tödlich werden können. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach an. Wie ist das da unten, wenn da gefühlt die halbe Welt brennt? Es heiß ist, es ist eh schon scheiß heiß in Afrika und dann noch ein Feuer kommt und du da irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich 10, 12, 16 Stunden lang Feuer bekämpfen musst. Ja, alles in allem erstmal. Wir hatten da unten eine super Zeit. Wir waren mit einem professionellen Team unten, 22nd Wildlife, unserer Waldbrandeinheit. Genau, und ja, wir hatten eigentlich mehrere Feuer jeden Tag. Das heißt, es ging in der Früh los, wir haben gefrühstückt, so gut es noch ging. Es gab auch durchaus Tage ohne Frühstück. Mhm. Und ja, danach ging es raus. Du hast da unten am Anfang, ging es eigentlich noch, waren bei 27, 28 Grad. Später am Nachmittag kommt es dann irgendwann auf bis zu 32, 33 Grad. Da ist gerade, sage ich mal, jetzt Frühling. Ne? Und wenn wir Winter haben, haben die Sommer. Und genau, das bei ist denen halt so findet aktuell der Wechsel statt vom Winter in den Sommer. Wie bei uns der Wechsel stattfindet vom Sommer in den Winter. Genau. Der einzige Unterschied ist nur, bei denen ist der Winter die trockene Zeit. Was heißt, wir haben jetzt gerade keine Niederschläge seit, wir waren da unten, Niederschläge die letzten vor, keine Ahnung, 4, 5 Monaten. Das heißt, okay. Es ist trocken, es ist heiß, du hast eine super niedrige Luftfeuchtigkeit, teilweise von unter 15%. Ja. Und noch dazu viele, viele Feuer jeden Tag. Ist es durch Wettereinflüsse oder auch durch irgendwie Brandstiftungen, durch Unfälle, wie entstehen da so generell die Feuer? Da gibt es alles. Durch Wettereinflüsse eher nicht, außer es kommt zu einem Trockengewitter und Blitzeinschlägen. Wir haben ganz viel Brandstiftung, weil es da unten irgendwie so ist, dass wenn die Leute nicht für ihre Grundstücke sorgen können, dann werden sie zwangsenteignet und aus Streitigkeiten stecken da die Leute die Farmen an. Du hast aber auch durch Unfälle, durch elektrische Oberleitungen, durch Bahnlinien, einfach durch sämtliche Einflüsse. Die Leute verbrennen Müll und es geht außer Kontrolle. Die Leute verbrennen Unrat auf ihrem Grundstück, es geht außer Kontrolle. Und damit hat man dann da unten auf jeden Fall viel mit Feuer zu tun. Ja. Genau. So, und du hast eben schon gesagt, so ein typischer Tagesablauf da unten. Du gehst frühstücken, wenn du es gerade noch schaffst, und dann gehst du raus. Wie lange ist, sage ich mal, so eine Belastung? Also so eine Bekämpfung von so einem Feuer, wie lange kann das dauern im schlimmsten Fall? Ganz unterschiedlich. Ich sage mal, das längste Feuer, was unsere Mannschaft da unten hatte, da waren wir zum Schluss aber nicht mehr dabei, war eine Brandbekämpfung von 8 Stunden am Stück. Aber dabei bleibt es nicht. Wie gesagt, wir sind zu mehreren Feuern gefahren jeden Tag. Es sind Belastungen meistens zwischen 1,5 und 4 bis 5 Stunden. Mhm. Danach kommen kurze Ruhephasen und dann beginnt die Belastung von vorne, wenn man zum nächsten Feuer fährt. Wie schaut so die Belastung an sich aus? Also was sind da so für Tätigkeiten? Vor allem, man wird ja wahrscheinlich auch irgendeine Art von Schutzausstattung tragen. Auf jeden Fall. Grundsätzlich schon mal ganz dankbar. Wir haben nicht dieselbe Schutzkleidung wie europäische Feuerwehren, also die dicke Bunkergear, die man, oder die dicke Brandiensteinsatzkleidung, die man von uns kennt, die haben wir da unten glücklicherweise nicht. Tragen einlagiges Nomex, einfache Hosen aus Ripstop-Gewebe aus Nomex-Material, die quasi flammabweisend sind. Die sind nicht feuerfest, aber flammabweisend. Und dazu noch ja, unsere gelben Hemden. Mhm. Sieht man nachher bestimmt auch noch in den Videos. Und einem leichten Plastikhelm, was schon mal grundsätzlich dafür sorgt, dass die Belastung durch die Ausrüstung nicht ganz so hoch ist. Du musst aber dazu sagen, du hast dein Firepack mit dabei, wo roundabout 15 bis 16 Kilo dazukommen. Was ist da alles drin? Trinkwasser, Essen, dein IFAC. Du hast, jeder führt mindestens einen Tourniquet mit. Du hast Wundpacking-Material für den Erstzugriff.
falls unsere First-Responder-Rucksäcke auf den Autos weiter weg sind. Du führst mit mindestens 1 bis 2 Notrationen in Form von MAIs oder EPAs, damit du auch mal im Feld essen kannst. Und sonstige Sachen, die du brauchst, um draußen auch mal vielleicht einen Overnighter zu machen, weil das Feuer zu groß ist, um zwischendrin reinzufahren und, und da zu schlafen. Sprich, Isomatte, Schlafsack, Wechselwäsche, bisschen was für Hygiene, genau. Wechselakkus, Funkgeräte, Kopflampen, alles, was man halt so mit sich rumschleppt. Und sag ich mal, die körperliche Belastung selber, was kommt da auf einen zu, wenn man so einen Brand bekämpfen muss? Du hast die Grundbelastung durch die Temperatur. Ich meine, es ist nicht jeder von uns gewöhnt, bei 32 Grad in der Sonne mehrere Stunden zu arbeiten. Es mag sein, dass es im Sommer in Deutschland auch mal 35, 36 Grad hat. Aber ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher ist es nicht gewohnt, unter den Konditionen in der direkten Sonne zu arbeiten, weil du hast ziemlich viel Brachland, ziemlich viel Steppe, wo nur Busch ist, wenig Wald. Das heißt, du bist der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt. Du bist der direkten Hitzeeinstrahlung von den Flammenfronten ausgesetzt, die du versuchst, mit Hilfe der Hochdruckpumpen oder mit Handwerkzeugen zu löschen. Das heißt, du hast die thermische Belastung von oben, von vorne, zusätzlich die Belastung durch die langen Klamotten, die du tragen musst, damit es nicht zu Verletzungen von der Haut kommt durch direkten Flammenkontakt. Genau, du trägst deine Ausrüstung, du trägst dein Tool. Ja. Kann man das vergleichen mit so einem Brand hier in Deutschland, von der Belastung her, oder ist es weniger, mehr? Das ist eine ähnliche Belastung, aber mehr in die Länge gezogen. Sprich, hier in Deutschland normale Gebäudebrandbekämpfung, wie wir es hier kennen, von der Freiwilligen oder der Berufsfeuerwehr, ist eine kurzzeitigere, dafür extremere Belastung durch noch schwerere Klamotten. Ja, stimmt. Durch einer höheren Hitze, die man ausgesetzt ist, in der Struktur. Dadurch kann die Wärmestrahlung nicht nach außen. Dadurch haben wir höhere Temperaturen. Was du bei der Wald- und Flächenbrandbekämpfung eher hast, ist die dauerhafte Belastung in Form von mehreren Stunden. Wie bereitet man sich da? Was wolltest du noch sagen? Eben durch Marschieren, durch Arbeiten mit den Werkzeugen, durch Arbeiten mit der Kettensäge, durch Arbeiten in und an den Fahrzeugen, wo du halt einfach einer längeren Belastung ausgesetzt bist. Wie kann man dafür fit werden? Also vor allem ganz genau dafür, wie sollte das Training ausschauen, deiner Meinung nach? Grundsätzlich musst du daran gewöhnt sein, mit der Hitze umzugehen, was du eigentlich nur machen kannst durch Ausdauertraining im Sommer, würde ich sagen. Weil es ist schön, wenn du der beste GA1-Läufer der Welt bist und von Oktober bis März, April deine Läufe machst, merkst aber ganz genau, wenn es Mai, Juni wird und deine Pace auf einmal langsamer wird, weil du die Hitze nicht gewohnt bist. Sprich, du musst einfach damit umgehen können, in der Hitze zu arbeiten, was mich auch definitiv dazu bewogen hat, viele Trainingseinheiten im Sommer zu machen, in Vorbereitung auf Südafrika, einfach um mit der Grundbelastung Hitze dann noch die Spitzenbelastungen von so einem Einsatz besser handeln zu können. Ja. Wenn du es weißt, was für so ein Kalorienverbrauch pro Tag, wenn du es getrackt haben solltest? Boah, ich habe es nicht getrackt, aber ich würde sagen, weit über die 4000. Was habt ihr dann so gegessen, das reinzuholen, wenn man es überhaupt reinholen konnte? Frühstück war meistens wild gemischt. Wenn wir es ins Restaurant geschafft haben, gab es Wraps mit Hühnchenfleisch, Gemüse, Salat. Noch einen Saft in der Früh und einen Kaffee. Das war aber auch die beste Variante. Ansonsten war es tagsüber viel Trockenfleisch, viel rotes Fleisch, um aufs Protein zu kommen. Und meistens dann abends, wenn wir es zurückgeschafft haben, in die Bars oder in die Restaurants, da ging es halt dann hochkalorienhaltige Ernährung. Nicht unbedingt die gesündeste, aber das, was der Körper dann in dem Moment braucht. Ja, ich meine, so in so einer Situation bist du ja, ist, sag ich mal, Kalorien wichtiger als Qualität. Ja. Das ist, sag ich mal, nicht halt, dass der Körper halt nicht abbaut, weil das kannst du nicht gebrauchen, wenn du dann irgendwie Muskelmasse verlierst und generell auch die Energie nicht reinholen kannst, Kohlenhydrate und so. Dann hältst du sowas halt nicht durch. Gerade wenn es ja 2 Wochen sind oder 2,5 Wochen, wie es bei dir. Das ist ja auch ein längerer Zeitraum, wo der Körper dann ja auch irgendwann einfach anfängt abzubauen wahrscheinlich. So ist es. Wir hatten glücklicherweise die Möglichkeit,
nachts zumindest auf unsere 6 bis 7 Stunden Schlaf zu kommen. Das heißt, die Schlafqualität, die war da. Okay. Was, ja, glaube ich, auch der Gamechanger ist in so einem Einsatz, der über mehrere Wochen geht, dass du wenigstens dann die Nächte hast, in denen du regenerieren kannst. Vorher nochmal ordentlich mit Kohlenhydraten aufgeladen und dann wenigstens, ich sag mal, 6, 7 Stunden gepennt, bis dann in der Früh das nächste Briefing war und wir wieder ins sogenannte Pre-Positioning gegangen sind. Quasi in den Mittelpunkt von unserer Area of Responsibility, damit wir dann von da aus schneller an den Orten sind, wo es zu den Vorfällen kam. Wenn man da mitmachen will, wie kommt man da hin und was brauchst du überhaupt dafür alles? Grundsätzlich kann sich jeder erstmal als passives Mitglied bei 22nd Wildlife melden und uns quasi somit als passives Mitglied unterstützen mit einem jährlichen Beitrag. Wer dann Interesse hat, wir haben mehrere offene Trainings jedes Jahr, wo man quasi alles, was in Richtung Waldbrandbekämpfung geht, sich anschauen kann. Wir haben auch im Frühjahr immer eine Search and Rescue Übung, wo wir mit unseren Alpin-Spezialisten dann viel Seiltechnik und sowas trainieren, weil wir durchaus von uns sagen wollen, dass wir in jedem Terrain handlungsfähig sein wollen als Waldbrandeinheit. Sprich, da ist Kurzseil- und Klettertechnik wird da geschult. Da haben wir meistens auch die Möglichkeit, ein, zwei Probies, sage ich mal, mitzunehmen, um sich das anzuschauen. Und ansonsten haben wir ein großes offenes Training im April auf Sardinien. Wir haben da wie eine Waldbrandbekämpfungsschule. Wir hatten dieses Jahr viele Gäste aus Polen da, wir hatten Gäste aus den USA da, wir hatten Gäste aus anderen europäischen Ländern da. Und da besteht die Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen, mit den Sachen in Kontakt zu kommen. Ja. Und dann muss im Endeffekt von der ganzen Crew entschieden werden, ob man zu unserer Einheit passt und kann dann da seinen weiteren Weg verfolgen, die Grundausbildung machen und so weiter. Was muss man so körperlich mitbringen? Also wahrscheinlich schon gewisse Grundfitness sollte da sein, gewisse mentale Stärke dafür ja auch, weil gerade diese längeren Sachen stelle ich mir ziemlich, ziemlich hart vor, über längere Zeit, mehrere Stunden halt, das so eine Arbeit durchzuführen und dann nicht irgendwann zu sagen, boah, gar keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Was muss man mitnehmen? Definitiv. Alles, was du gesagt hast, ist, wir kommen auch regelmäßig an unsere Belastungsgrenzen, das ist aber auch okay. Und es hat noch keinen gegeben bei uns, wo wir gesagt haben, okay, es geht gar nicht, aber du brauchst natürlich eine grundsätzliche Belastungsfähigkeit durch schwere Ausrüstung und die Arbeit, die wir machen. Was aber auch ein ganz großes Thema ist, was du schon angesprochen hast, ist einfach die mentale Stärke, dass du sagst, ich kann über Stunden meine Arbeit aufrechterhalten, auch wenn ich vielleicht nicht der High-End-Sportler bin. Spielt keine Rolle, das kann man mit dem Kopf wieder wettmachen, Hauptsache man bleibt bei der Sache. Ja, ja, genau. Stelle ich mir auch vor. Ich habe keine Fragen mehr, willst du noch irgendwas sagen, noch irgendwie grüßen oder irgendwo für Werbung machen? Ich bedanke mich bei meiner ganzen Crew für den Einsatz in Südafrika. Es war richtig geil. Jeder, der das sieht, meinen größten Respekt an euch. Ihr habt geile Arbeit geleistet. Und jeder, der Interesse hat, mal bei einem Training von uns vorbeizuschauen, fühlt euch frei, mich zu kontaktieren. Dann gebe ich euch weitere Infos. Und ansonsten würde ich sagen, schönen Tag noch. Ich packe euch alles in die Beschreibung rein. Also wenn ihr Sam erreichen wollt oder den Verein, dann werdet ihr jetzt alles finden in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Interview. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis bald.